Meine Damen und Herren, Felix Baumgartner. So schick habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Du hast dich extra fein gemacht, freuen wir uns. Den Raumanzug gegen den Anzug eingetauscht. Ja, das so war. Den haben wir gerade noch gesehen, den Raumanzug. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging zu der Zeit, als Felix sich auf seine große Reise gemacht hat. Ich habe das im Internet verfolgt, ebenso aufgeregt wie viele, viele andere. Und wenn man sich die Dimension ansieht, die du da bewältigt hast, was bringt einen dazu, zu einer solchen Extremleistung? Ich glaube, das ist die logische Konsequenz aus fast 27 Jahren Fallschirmsport. Ich bin von den höchsten Gebäuden der Welt gesprungen, in die tiefsten Höhlen. Ich habe 2003 den Ärmelkanal mit einem Kohlefasservögel am Rücken überquert. Und irgendwann einmal sucht man sich größere Ziele. Und ich war immer ein sehr großer Verehrer von Astronauten, mit das Thema Raumfahrt immer sehr interessiert. Und ich habe dann diese Idee gehabt, Überschall zu fliegen. Man schaut ja als junger Fallschirmspringer immer zum Joe Kittinger rauf, der hat damals in den 60er Jahren mit einem Air Force-Programm versucht, die Schallmauer zu durchbrechen. Es ist ihm gerade nicht gelungen. Und ich habe niemals geglaubt, dass ich derjenige sein werde, der diese Chance bekommt. Aber ich habe sie bekommen, ich habe sie genützt und wir haben Red Bull Start das erfolgreich durchgeführt. Das kann man allerdings laut sagen, ja. Und dafür gibt es auch heute noch einen großen Applaus. Dankeschön. Man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man die Zahlen, ich habe sie mir extra nochmal aufgeschrieben, 39.000 Meter Höhe und dann im freien Fall auf 1.342 km/h beschleunigt. Das ist im Grunde, das ist Mach 1,25, ein Viertelmal schneller als der Schaul. Kann man da überhaupt beschreiben, was da im Körper vorgeht? Ja, es ist ein sehr einsamer Moment. Wenn man da oben steht, weiß man, dass man 5 Jahre Vorbereitung fast hinter sich hat. Ja, man ist jetzt kurz davor, diesen einen Schritt nach vorne zu machen und hat ja sehr viel trainiert. Wir haben ja über 5 Jahre gebraucht, um dieses Projekt auch umzusetzen. Wir haben sehr viel trainiert in einer Druckkammer, wo wir diese ganzen Dinge simulieren können haben. Wir sind dann einmal auf 22 Kilometer Höhe raufgegangen, dann auf 30 Kilometer Höhe und mit diesen ganzen Informationen, die wir dabei gewonnen haben, haben wir dann versucht, diese 39 Kilometer zu schaffen. Das Einzige, was wir nicht simulieren können haben, war Überschall zu fliegen. Ja, man fliegt entweder Überschall oder auch nicht. Und das war dieser große Schritt in die Unbekannte. Und gleichzeitig weiß man auch, dass die ganze Welt dabei zusieht. Ja, und das, glaube ich, können sich nur sehr wenige Menschen vorstellen, was es heißt. Ist sehr, sehr viel Druck, aber es ist uns gelungen. Das kann man wohl sagen. Das ist gelungen, wahrlich. Parallelen dieses Spitzenleisters zu unserem Spitzenleister heute Abend gibt es also reichlich. Das ist, glaube ich, schon direkt klar geworden. 5 Jahre Vorbereitungszeit, ein hochmotiviertes Team und dann wirklich das Beste, was die Technologie zu bieten hat. Das sind viele Parallelen zwischen dem spektakulären Weltrekord und unserem Spritspar-Weltmeister. Und der konnte heute Morgen sich schon erstmals bewähren, und zwar unter den gestrengen Augen einiger Medienkolleginnen und Kollegen von Ihnen, die mit uns gemeinsam eine kleine Tour gemacht haben, nämlich von Luzern hier nach Genf durch die Berge, eine wunderschöne Strecke. Und wir haben dort schon mal genau hingehört, wie denn die ersten Reaktionen waren. 16 internationale Journalisten waren dabei, der Parcours war 270 Kilometer lang. Und wir hören jetzt mal rein, wie die Erfahrungen waren. Die meisten Journalisten kennen das Fahrzeug ja jetzt schon aus den Medien. Aber sich in das Fahrzeug hineinzusetzen, das Fahrzeug dann auf der Straße zu sehen, ist doch noch was anderes. Ich bin höllisch gespannt, wie die Journalisten reagieren werden. Boy, am I looking forward to driving this thing. Looks so high-tech, it's unbelievable. This is the most astonishing thing I've ever driven. Groundbreaking, mold breaking, you know, this is history in the making. It's amazing. Impressive, very impressive for me. Ich bin ein sehr technisch versierter Mensch und mir gefällt es immer sehr gut, wenn man Dinge ausreizt. Ja.
Durchaus positive erste Reaktion, die haben wir gerade auch kurz im Bild gesehen. Wäre das denn auch ein Auto für einen richtigen Extremsportler? Ich glaube schon, ja, ist ja ein sehr gelungenes Konzept. Ich sehe das Ganze auch mit den Augen eines Technikers. Ich bin ja selber gelernter Maschinenbauer und Mechaniker, habe zwei Berufe gelernt und habe heute das Auto Probe gefahren. Ich finde es sehr schön, wenn Menschen Visionen haben, und ich glaube, der Birch hat diese Vision gehabt, der hat sie umgesetzt, und von daher verbindet uns auch sehr viel. Einer, der uns auch noch mehr zu dem XL1 sagen kann und die Dinge, die Sie vor allen Dingen interessieren, ist unser Vorstandsvorsitzender, Professor Dr. Winterkorn, den ich bitte, zu uns zu kommen. Ja, Herr Dr. Winterkorn, der XL1 hat bereits schon vor seinem Start viel, viel Aufmerksamkeit ausgelöst. Welche Bedeutung hat das Auto für den Konzern? Ja, zunächst mal auch von meiner Seite guten Abend und herzlich willkommen hier in Genf. Was diesen XL1 betrifft, so kann man sagen, dass dies die technologische Speerspitze des Volkswagen-Konzerns ist. Und das Schöne ist, von dieser Technologie können alle Marken profitieren, denn ich glaube, kann heute mal klar und deutlich sagen, ohne dieses Fahrzeug wären viele Dinge im Volkswagen-Konzern nicht möglich gewesen, was neue Technologie betrifft, vor allem aber Plug-in-Hybride, wie wir sie jetzt in Kürze in größerer Stückzahl anbieten werden, wäre sicher ohne die Vorleistung des XL1 nicht möglich gewesen. Plug-in ist übrigens ein gutes Stichwort. Was haben wir denn da in naher Zukunft zu erwarten? Ja, für uns ist Plug-in-Hybrid die Technologie, die beides kann, Effizienz und 100% Alltagstauglichkeit. Wir beginnen, und werden es morgen vorstellen, mit dem Audi A3 e-tron. Der Golf wird folgen, der Porsche Panamera wird kommen, und diese Technologie wird sich auf den ganzen Konzern ausbreiten. Eine besondere Frage drückt die Medien natürlich schon seit vielen Monaten. Wie viele Autos werden denn nun gebaut davon? Das ist, glaube ich, die interessanteste Frage heute Abend. Also, wir planen von dem Fahrzeug zunächst mal 250 Stück zu bauen. Und wenn die Nachfrage steigt, können wir sicher mehr. Und was die Finanzierung betrifft, da werden wir uns interessante Finanzierungsüberlegungen den Kunden anbieten. Und ich glaube, damit ist der Startschuss gegeben für dieses tolle Fahrzeug. Startschuss ist genau das richtige Stichwort, denn wir drei machen jetzt die Bühne frei und geben dann den Startschuss für die Neuheiten der Marken unseres Konzerns. Viel Vergnügen. Danke. Danke. Danke vielmals.